So, jetzt hat mich auch GoToCitrix ausreichend begrüßt. Ich begrüße euch erstmal recht herzlich zum heutigen Webinar der Workshop-Serie Forexpo. Und hier im Einsatz, es ist speziell der Workshop, wo es rund um den Expert Advisor primär gehen soll, unser Handelssignal-Tool. Ich grüße euch auf jeden Fall, freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben hier einen ja, überschaubaren Kreis an Teilnehmern. Klarerweise, einerseits schreckt vielleicht fortgeschritten ab, andererseits ist es auch vielleicht so, dass viele noch ein Stück weit auf Tuchfühlung gehen müssen mit diesem Thema Expert Advisor, algorithmische Systeme, Handelsunterstützung. Aber letztlich bietet sich natürlich hier genau das, wo man sagen darf, hey, am Ende des Tages erhalte ich hier automatische Handelsunterstützung, auch ein Stück weit Disziplin beim Umgang mit Signalen, beim Umgang mit dem Trading der Märkte und natürlich hier im Kontext des Forex Bulls die Signale, die man dann hier sozusagen filtern darf, kann und dann eben automatisch umgesetzt weiß. Faktisch, gleich mal vorab, es gibt mittlerweile auch den Forex Bull EA hier im MetaTrader 4 und 5 gewann. Sozusagen hier eben auch auf jeder Plattform verwendbar. Aber lasst mich erstmal vorab euch abholen, dass wir hier natürlich neben dem reinen Handelssignaltool, worum es heute im Schwerpunkt gehen soll, auch nochmal ein Stück weit eben die Grundsätzlichkeit des Forex Bulls besprechen. Insofern wieder kleine Vorabfrage an den Teilnehmerkreis. Wer von euch ist hier beim fortgeschrittenen Workshop das erste Mal dabei? Da einfach vielleicht mal ein Ja in den Chat bringen, sozusagen entweder ein Eins fürs erste Mal oder Ja. Und darüber hinaus, wenn das sozusagen einfach mal durch ist, damit ich weiß, wie viele Teilnehmer neu sind heute hier beim Forex Bull Air, wie viele sich hier sozusagen bereits mit dem EA, dem Expert Advisor genereller Natur schon beschäftigt haben. Also da vielleicht auch neben den, keine Ahnung, von dem oder jenem oder bin schon sozusagen mit anderen Expert-Advisern im Einsatz. Das sind jetzt zwei Fragestellungen, aber die wären ganz wichtig zu wissen, damit wir so ein Stück weit eben auch den Teilnehmerkreis eingrenzen können oder ich auch so ein Stück weit weiß, wo ich euch abholen muss. Ich lese zum Beispiel hier, dass es auch Teilnehmer gibt, die noch gar keinen Grund Satzwissen zum Forex Bull haben. Deswegen will ich ja hier auch eine kleine Einleitung pflegen, bevor ich dann meinem Kollegen, dem Bernd, sozusagen das Zepter übergebe, der euch dann sozusagen auch durch das Tool führen wird. Und das Tool selber, ich zeige das ja gerade auch schon, ist eben der Forex Bull. Und da gehe ich jetzt auch nochmal auf unseren Startslide heute ein. Ihr seid ja natürlich genau hier, um sozusagen den Einsatz des Forex Bulls und eben des eigens entwickelten Forex Bulls EA steht für Expert Advisor, sozusagen hier eben eine Handelsunterstützung, ein Handelsroboter, wie wir zu sagen pflegen, der hier sozusagen die Signallage abnimmt. Oben der Chris, unten der Bernd. Und Bernd, wie gesagt, hier ja, im Bereich der Organisation beziehungsweise auch der Entwicklung dieser Tools hochgradig mit involviert. Und wir haben den Forex Bull, wie gesagt, ja aufgesetzt vor einiger Zeit. Er läuft auch auf einem Live-Handel mit, wo wir einfach ein Stück weit sagen, wir filtern die Signale entsprechend und setzen das um. Wir arbeiten auch an weiteren Weiterentwicklungen. Insofern seid gespannt, das ist hier keine Eintagsfliege. Es wird sozusagen hier immer weiter gehen. So, jetzt wollen wir uns dem zuwenden und hier gleich der Hinweis, klarerweise, wenn wir hier auf Handelssignale eingehen, die wir auch heute natürlich im Live-Chart sehen werden. Jeder handelt auf eigenes Risiko und muss sich der Tatsache bewusst sein, dass es natürlich hier am Devisenmarkt auch natürlich mit Margenhinterlegung und Hebel einhergeht. Hier also immer das Risiko im Griff halten. Und da hilft der Forex Bull auch enorm, weil er natürlich hier auch sozusagen eine Maßregelung schafft, sich an den Märkten hier, ja, navigiert zu bewegen und auch natürlich mit klarem Stop- und Riskmanagement arbeitet. Ja, der Algorithmus hat hier natürlich auch die Funktion, das Risiko zu bemessen. Und da ist ja dann doch die Psyche des Menschen manchmal ein bisschen dünn gesegnet, sodass man dann sagt, ach, ich verschiebe den Stop oder ist jetzt gar kein Stop. Kann man bei dem EA auch alles natürlich ein- und ausschalten, aber grundsätzlich, wenn es eingeschaltet ist, was Sinn macht, hat man natürlich hier auch noch eine zusätzliche Sicherheit, auch sein Konto zu schützen. Und ich sehe eben auch von einigen Leuten, die den Forex Bull noch gar nicht kennen. Da freue ich mich erstmal, dass ihr heute dabei seid. Wir haben hier, wie gesagt, dieses Handelssignal-Tool wieder reaktiviert. Es gibt im Monat, und das scroll ich mal ein Stück weiter runter, zwei Workshops. Einmal den
Einsteiger-Workshop, jeden Monat einmal und einmal den fortgeschrittenen Workshop, wo wir heute sind. Und da könnt ihr euch sozusagen immer registrieren und dann werdet ihr abgedatet bzw. abgeholt, worum es bei dem Tool generell geht. Hier im ersten Teil, den wir ja diesen Monat schon hatten, stelle ich eben vor, was man einstellen kann, wie man sich sozusagen die Szenarienliste anlegt, was für Features sind, worauf man achten sollte und dergleichen. Das mache ich heute nur ganz kurz, weil dem lieben Bernd hier am Ende des Tages die ja, gute letzte 30 Minuten gehören, die er dann auch da auskosten wird, vielleicht auch in Richtung 45 Minuten, weil es natürlich hier heute um den EA geht. Und hier könnt ihr euch, wie gesagt, immer registrieren. Und für die, die den Forex-Pool gar nicht kennen, auf der Landingpage, kann ihr auch direkt nochmal in den Chat sharen, findet ihr sozusagen hier dann unter diesen zwei Webinar-Anmeldungsmöglichkeiten hier die Aufzeichnung des Workshops vom März diesen Jahres. Ja, dort habt ihr sozusagen den Einsteiger-Workshop am Start. Ich share jetzt mal hier in den Chat den Forex-Pool parallel. Da habt ihr es jetzt drin. Und da könnt ihr euch sozusagen generell mal abholen lassen. Grundsätzlich der Forex-Pool hier als Handelssignal-Tool, und ich zeige euch das gleich mit dem heutigen Setup bzw. mit der heutigen Erscheinung, hier eine separate Software, die am Ende des Tages Signale für den Tag auswirft und auch natürlich hier auf der Long- und Short-Seite entsprechende ja, Möglichkeiten aufgrund der Historie, auf der historischen Entwicklung aufzeigt. Wir sehen hier zum Beispiel Silber mit den letzten drei Handelskerzen gab es hier eine entsprechende Wiederholung von 103 Erscheinungen, wo es dann rund zu 70% in einem bärischen Tag endete. Das heißt, der Forex Bull schaut sozusagen auf die Handelszukunft für den jeweiligen Tag und hier kann man dann beispielsweise auch bei den Tools noch eine Wochentaktstärke dazu führen, einen Momentumwächter. Es gibt also Gimmicks und Features, die das Ganze sozusagen unterstützen, um eben tägliche Handelsentscheidungen aufgrund einer statistischen Fuzzy-Vektor-Logik-Ableitung sozusagen herzuleiten. Und ich gebe den Tipp, gerade für alle die jetzt frisch dabei sind und den Einsteiger-Workshop verpasst haben, schaut euch gerne den Clip auf der Website an. Und insbesondere, wenn ihr das Tool runterladet, das ist für 14 Tage komplett kostenfrei testbar, hier auch die Kurzanleitung mal durchlesen. Ja, das ist sozusagen hier der schnelle Einblick im Rahmen dessen, was kann der Forex Bull, was macht der? Und hier haben wir auch noch das größere Handbuch, wo es dann ein Stück weit umfangreicher wird, eben im Rahmen der Nutzung des Tools. Das ist sozusagen hier der erste Baustein, das Tool selbst. Die Signale können manuell gehandelt werden. Es gibt viele Auswahlmöglichkeiten all unserer Asset-Klassen, die wir bei JFD führen. Und im Weiteren kam eben der Forex Bull EA dazu, der hier sozusagen dann eine ergänzende Handelsunterstützung ist. Ist ja alles auch hier auf der Website entsprechend beschrieben. Und grundsätzlich nach den 14 Tagen ist dieser EA einerseits in der Kombination voraussetzend mit dem Forex Bull für 2,38 € am Tag zu erwerben. Das heißt, es ist hier ein Lizenz-Case. Das heißt, es gibt es jetzt nicht einfach so umsonst zum Spielen, sondern gerade die Fuzzy-Vektor-Logik vom Forex Bull ist geistiges Eigentum des Entwicklers. Und ich bin froh, dass wir den reaktivieren konnten für JFD-Kunden und dann eben dieses Tool als solches für 1,19 € am Tag, dann mit dem EA sozusagen für nochmal 1,19 € in Summe für 2,38 € zu haben, um einfach hier eine tägliche begleitende Handelsunterstützung zu haben. Das, denke ich, ist definitiv nicht zu viel verlangt. Ich kenne das Tool seit 2011 und bin begeistert. Es gibt aber auch Phasen, klarerweise, wo das Tool selber eben hier die Handelsempfehlungen, die Kursprognosen zu teilen verfehlt, klarerweise, weil wir haben hier nicht den 100% Markt. Wir arbeiten hier mit statistischen Rahmenzahlen und auch wenn wir hin und wieder ein Pattern haben, was 90% hat oder auch 100%, es ist immer so, dass man das Ganze mit dem aktuellen Chart abgleichen muss und das führt auch dazu, dass man den EA, den wir heute im Detail besprechen, den Handelsroboter, sozusagen auf nicht alle Währungspaare oder auch Indizes oder auch Rohstoffe hier einfach aufsetzen können, sondern man hier immer diskretionär auswählen kann, was ist denn heute wirklich relevant und interessant. Und dazu, liebe Leute, haben wir auch den oder das Morning Briefing etabliert, was ihr hier auf dem Godmode Trader findet. Jeden Morgen zwischen 8 und 9 gibt es hier das Morning Briefing vom Bernd kreiert, das dann sozusagen ohnehin genau das zeigt, was ich euch jetzt zeigte, nämlich die entsprechenden Handelssignale und aber hier dann auch ein Bild und auch eine, und das ist sehr, sehr kostbar, Beschreibung rund um eben die Vorgehensweise des jeweiligen Handelstages. In jedem Falle interessant und auch wissenswert, um weiter in das Tool einzusteigen. Und ihr seht auch hier dann das, worum es heute geht, nämlich dieser Algorithmus, ja, der dann hier nach fixen Vorgaben, die justierbar sind, da wird euch der Bernd, wie gesagt, jetzt gleich abholen, dann entsprechende Entries vollzieht mit Parametern, die sich auch aufgrund des
Handbuchs, der Kurzanleitung ableiten lassen. Diese setzt der EA sozusagen automatisch um, platziert die Trades, setzt die Stops, nimmt den Gewinn mit. Es ist, wie gesagt, eine zusätzliche Handelsunterstützung und klar, es ist etwas zum Reindenken, aber auch keine, wie sagt man so schön, Raketenwissenschaft, um Gottes Willen. Und deswegen einfach damit beschäftigen, wie mit allem, wer sich manuell und diskretionär mit dem Trading beschäftigt, der muss auch hier seine Maßgabe der Zeit finden im Rahmen dessen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und es reicht nicht mal hier eben ein Trading-Video sehen und zwei Indikatoren auf den Chart hauen und jetzt mache ich mal Gewinne. Es ist Zeit, die man investieren muss und genauso ist es die Zeit, die man mit dem Tool sich auseinandersetzen muss und am Ende des Tages hat man hier eine Ergänzung zum bestehenden Trading oder zu dem, was man sich sozusagen angeeignet hat. Es geht ja auch hier um Diversifikation und da ist gerade der Forex Bull, sagt ja der Name auch schon, auf den Forex-Markt primär ausgerichtet. Wir haben auch unsere Top 5 Kryptos dabei, wir haben auch unsere Top-Indizes dabei. Jetzt der Nasdaq 100 und der S&P ist jetzt auch, also Nasdaq 100 ist frisch dazugekommen, S&P 500, DAX 30, Eurostoxx 50, Nikkei, da haben wir schon immer drin gehabt. Das sind im Prinzip ergänzende Vehikel, aber ich sage einfach nur, der Forex Bull öffnet so ein Stück weit die Augen auf tägliche Chancen und das leisten wir hier auf dem Forex Bull entsprechend im Rahmen der Transparenz hier auch via Morning Briefing für euch, damit ihr damit besser eintauchen könnt. Und dieses Morning Briefing ist parallel auch auf Facebook zu sehen. Und jetzt werde ich mal gleich den Forex Bull auf Facebook mal aufrufen, damit wir das gleich mal haben. Wo haben wir jetzt hier Erinnerung? Sehr schön. Da ist der Forex Bull. Das kann ich euch jetzt gleich mal scheren, weil auch hier, liebe Teilnehmer, haben wir sozusagen das Morning Briefing. Ja, da könnt ihr uns auch folgen und da gibt es auch immer wieder Posts, die sozusagen den, jetzt share ich das gleich mal rein. So, zweiter Link heute. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Da sind wir sozusagen nicht mit einem täglichen Briefing versehen, werden wir aber ändern. Ich denke, es ist einfach ein zeitlicher Aufwand, den wir noch abstecken müssen. Aber ich glaube, das Ganze dann auch auf Instagram zu sharen, macht Sinn. In Parallelfunktion wie auf dem God-Mode beziehungsweise hier auf Facebook. Und da könnt ihr euch, wie gesagt, mit dem Tool beschäftigen und einsteigen und am Ende des Tages eben auch kennenlernen, wie wir damit arbeiten. Und wie wir damit arbeiten, darum soll es eben jetzt hier in den nächsten 30 bis 45 Minuten gehen, weil der liebe Bernd dann eben das Tool selber erklärt, weil er eben hautnah täglich damit auch arbeitet. Und wie gesagt, es ist keine, verzeiht den Ausdruck, eierlegende Wollmilchsau. Es ist vielmehr ein Tool, was tägliche Chancen eröffnet, die dann aber abgeglichen gehören mit dem manuellen Auge. In welchem Trend sind wir? Wie ist die bisherige Asia-Range? Auf was gilt es zu achten? Das heißt nochmal, ihr müsst euch ein Stück weit damit beschäftigen. Aber ansonsten dann ist es im Prinzip ein sehr funktionales Tool, was euch viel abnimmt. Erstmal Forex Bull zum Vorabscannen der Märkte und natürlich dann on top der Handelsroboter, der euch hier letztlich dann die eigentliche Trade-Überwachung und auch die Trade-Einstiege abnimmt. Wie gesagt, Landingpage auch mal auf euch wirken lassen. Dauert keine 10 Minuten, sich mal hier reinzulesen, ist nicht mega komplex. Und hier unten haben wir dann eben auch den Download des Tools selber und eine Etage tiefer den Forex Bull, den man anfordern kann. Hier so sieht das aus. Da gibt es auch das schwarze Template mittlerweile auch dazu. Das heißt hier in den Bildern beim Morning Briefing seht ihr immer sozusagen eine leicht veränderte MetaTrader Darstellung. Das Ganze haben wir dann sozusagen on top für euch mit dabei. Für den MetaTrader 4, für den MetaTrader 5 ist es jetzt gerade noch in Entwicklung. Wer das schwarze Template will, das gibt es wie gesagt mit dem EA sozusagen dazu. Für den MetaTrader 4, hier werden wir das noch auf 5 ändern, weil der EA selbst ganz frisch eben auch für den MetaTrader 5 erhältlich ist. Und wir arbeiten hier natürlich auch an einer Weiterentwicklung in Sachen weiterer Features und Signalübertragungen. Also es ist hier mehr oder weniger ganz klar ein Entwicklungsprozess und hier, wie gesagt, steht auch genau 14 Tage unverbindlich. Dann zur weiteren Nutzung. Vielmehr ist es wichtig, dass ihr mit unserem Partner Broker, mit JFD eben hier kooperiert. Gibt es hier die Accounteröffnung, Forex Bull EA-Informationen, kommt man eine Etage tiefer und hier kann man dann auch den EA 14 Tage testen. Ja, das gibt sozusagen Sinn, hier das Ganze miteinander zu verknüpfen. Man kann auch erstmal nur den EA testen, beziehungsweise den Forex Bull und dann den EA später. Hier wird sozusagen dann immer der persönliche Kontakt mit uns auch aufgenommen, wenn hier entsprechende Eingangs-E-Mails kommen. Weil ich es gerade lese, Bahram,
Track Record. Super spannend. Wir arbeiten an einem Track Record und wir sind auch im Profit. Nach einer zeitweise Durststrecke, nach einer zeitweisigen Drawdown-Phase ist der Forex Bull mit unserem Muster-Account im Gewinn. Aber es geht hier gar nicht darum, dass wir hier großartig Performance um uns werfen. Der Forex Bull hat hier die Aufgabe als Handelssignal-Tool, wie gesagt, tägliche Chancen zu finden. Und diese Chancen sind in dem persönlichen Abgleich des eigenen Trading-Stils zu sehen. Und wie auch schon dargestellt, handeln wir nicht blind alle Signale. Ja, das heißt, hier muss man wirklich diskretionär vorgehen. Und das ist eine sehr individuelle Geschichte, wie eben auch beim Trading. Es gibt auch Leute, die handeln grundsätzlich keine Yen-Währungspaare oder manche wollen eben nur den DAX handeln, wovon ich ja generell abrate, weil Diversifikation ist Trumpf. Ihr müsst euer Augenmerk auf verschiedene Märkte streuen. Und genau da liefert der Forex Bull sozusagen eine Idee. Und jetzt geht es hier nicht darum, dass wir irgendwie sagen, der Forex Bull garantiert euch 3, 5 oder was weiß ich Prozent im Monat. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ihr hier einfach eine Signalergänzung habt und der ist profitabel, wenn man ihn denn richtig einsetzt. Und wir setzen ihn sozusagen richtig ein aufgrund unserer Erfahrungswerte und das vermitteln wir auch genauso. Nur wird nicht jeder Teilnehmer hier und da eins zu eins genau das umsetzen, was wir umsetzen, weil er eben an manchen Tagen nicht da ist, weil er eben die Setups nicht mag, weil er generell Euro-Schweizer Franken nicht handeln mag und dergleichen. Das ist natürlich hier ganz, ganz wichtig, dass man sich da entsprechend aufsetzt und auch klar darüber wird, dass es eine Handelsergänzung ist und jetzt hier keine Gewinnmaschine, die man einfach aufsetzt und hier im Schlafen Geld verdient. Das ist ein Trugschluss, den will ich gleich ausräumen. So, am Ende des Tages, die Kosten sind hier am Tag zu sehen. Das sind die Tageskosten. Das ist mal hier knapp auf 33, 35 Euro auf Monatsbasis rund. Und das ist im Prinzip der Preisfaktor, den man hier für das Tool hat. Und der AR kommt dann eben on top, weil natürlich hier auch viel Zeit und Entwicklungskosten drinstecken, um so ein Ding zu bauen. Man kann das Tool oder den AR natürlich auch auf andere Märkte anwenden oder das ist in der Art so eine Art Breakout Expert Advisor. Es empfiehlt sich halt nur diesen im Kontext des Forex Bulls und der Signale zu verwenden, aber man kann den AR generell natürlich auch dann für jegliche andere, sage ich mal, Feinheiten nutzen. So, nur DAX Long handeln macht sehr viel Sinn. Das ist im Long-Term-Modus sicherlich auch eine sehr, sehr weise Entscheidung, denn genereller Natur neigen Aktienmärkte ja zum Steigen im Rahmen der Population, des Wirtschaftswachstums und dergleichen. Gerade die letzten 10 Jahre sind ja außerordentlich gut. Die Frage wird nur sein, ob die nächsten 10 Jahre genauso gut sein werden. Das ist natürlich genau das, wo keiner beantworten wird oder verbindlich sagen kann, dass die Märkte nochmal 10 Jahre so eine Rallye hinlegen, wie sie sie jetzt hingelegt haben. Tatsache ist natürlich, Aktien als Investment, und das bieten wir bei JFD auch an, im Rahmen des Anlagespektrums haben wir hier natürlich die breite Auswahl und eben auch den kostenfreien Aktienhandel, den ihr natürlich da als Fundament für Investments nutzen sollt. Und natürlich hier dann Absicherung, Trading, der Devisenhandel eben auch mit dem Forex Bull speziell ist dann sozusagen eine schöne Ergänzung, die dann ja das Anlageuniversum oder auch die Möglichkeiten hier einfach erweitert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Bernd, ich guck mal, ob du zu finden bist und wenn ja, ich schalte, da habe ich dich, dein Mic mal an und grüß mal durch den Äther. Ja, mal schauen, ob der liebe Bernd jetzt gleich sein Mikrofon entsprechend aktiviert hat. Wir müssen sehen, dass ich die Stummschaltung hier aufnehme. So, jetzt müsstest du live sein, Bernd. Sei gegrüßt. Hallo Chris und Grüße in die Runde. Jawohl, da ist Bernd. Wie gesagt, jetzt habt ihr es dann gehört, vorhin auch gesehen. Und ich habe auch gerade vorhin schon das Morning Briefing geshared. Das gibt es auch neben Facebook hier auf dem Godmode Trader zu sehen, wo eben der Bernd in Persona hier auch immer sozusagen den Kontext des Forex Bulls filtert und liefert, was hier sozusagen spannend sein könnte. Sehe ich gerade mal eine Frage von Thorsten. Das ist ein bisschen unpassend, gerade in dem Webinar hier. Ich beantworte es trotzdem. Wir haben keine Marge beim kostenlosen Aktienhandel. Du darfst das nicht mit unseren Aktien-CFDs verwechseln. Hierbei einfach schauen. Es gibt bei uns eben CFDs klassischer Natur. Das sind eben die Produkte, mit denen man auch Short auf Aktienkurse setzt, beziehungsweise eine kleine Summe einsetzt und eine große Summe am CFD-Aktienmarkt, also an der Aktie in Form eines Derivates CFD handeln kann, hat aber nichts mit den echten physischen Aktien zu tun. Das ist ein ganz klarer Unterschied. Ja, auch hier oben, wenn es drauf geht, haben wir den kostenlosen Aktienhandel und den CFD-Handel. Der CFD-Handel ist nicht kostenfrei. Das sind die Produkte, wo wir unsere Kommission als Handelsgebühr aufschlagen und der kostenlose Aktienhandel, das ist auch der Investmentgedanke. Das hat nichts mit Daytrading zu tun oder Aktien rein raus handeln, sondern hier hat man eben auch die Absicht,
den Dividendensparer ein Stück weit abzuholen. Das ist ganz entscheidend. So, der physische Handel, lieber Thorsten, hat auch keine Margen. Das ist unmöglich. Wenn, dann hast du im MetaTrader 5 da wahrscheinlich das verkehrte Produkt ausgewählt. Oder, und das ist ganz interessant, wer Aktien handelt, das will ich jetzt dann abschließend dazu sagen. Bernd, ganz sorry dafür, aber ich weiß, dass das kurz geklärt gehört. Es gibt bei MetaTrader 5 in der Tat das Aktienkonto inkludiert Margenhandel. Das heißt, wenn ihr unsere Aktien handeln wollt, dann müsst ihr schon mal den MetaTrader 5 auswählen im Kontoeröffnungsformular bzw. in MyJFD, in unserem Universum. Und dann ist eben die wichtige Unterscheidung an der Stelle, dass es hier natürlich den MetaTrader 5 mit den physischen Aktien gibt. Aber hier muss man dann auch unterscheiden, dass es ein Margenkonto gibt und auch ein reines MetaTrader 5 physische Aktienkonto. Das sind zwei Unterscheidungen. Ich glaube, darauf willst du hinaus, Thorsten. Und hier empfehle ich, sozusagen ein reines Aktienkonto bei uns zu eröffnen. Ja, das heißt, nur physische Aktien handelbar, keine Aktien-CFDs, kein Forex-Trading, weil es natürlich dazu führt, wenn die Margenanforderungen oder die Aktien ins Minus geht, hier dann natürlich die Margen auch aufgerufen wird. Das hängt mit der Konstruktion des MetaTrader 5-Kontos zusammen. Und um es kurz zu machen, wer nur physische Aktien handeln will, sollte das mit einem separaten physischen Account tun. Und wer sozusagen Margin-Trading machen will, kann das mit einem Sub-Account, mit einem zweiten Account tun und sollte das hier auf jeden Fall trennen. Ich hoffe, da die Frage beantwortet zu haben. Und jetzt zum eigentlichen Thema zurück, nämlich dem Forex Bull. Bernd, ich weiß gar nicht, wie die Signale sich momentan entwickelt haben, weil ich jetzt bislang auch in Meetings stand neben dem Devisenradar. Und insofern freue ich mich jetzt auf jeden Fall, hier dir das Zepter zu übergeben. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Alles klar. Und die Signale heute... ja, die sind alle relativ leicht gut im Plus und ja, schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Aber auf die Live-Signale will ich heute gar nicht so sehr eingehen. Wir wollen uns ja den EA im Detail anschauen. Richtig, Bernd. Genau. Ich hoffe, du kommst mit 35 Minuten rund zurecht. Wie gesagt, wenn es 10 Minuten länger geht, ich denke, der ein oder andere Interessent hat da sicherlich auch Verständnis für, wenn du da noch was drauflegst oder auch Fragen klärst. Insofern fühlt euch jetzt erstmal abgeholt. Ich gebe jetzt den Bildschirm mal zu Bernd rüber und dann auch gleich die Moderatorenrechte, Bernd, sodass du die Fragen dann auch gleich siehst, ne? Jupp. So, jetzt kann der Bernd den Bildschirm aussuchen. Da sehen wir den MetaTrader Live Account im Rahmen der, was haben wir da gerade, Euro-US-Dollar zu sehen. Richtig. Genau, pass auf, Bernd. Ich koppel gerade mal die Fragen hier ab, warte. Ich gebe dir nochmal die Org-Rechte rüber, dann kannst du das nämlich auch gleich lesen. Dann würde ich mich nämlich dann auch schon zeitnah in ein nächstes Meeting verabschieden. So, dann haben wir die Übergabe, denke ich mal, vollzogen, Bernd. Du dürftest jetzt auch die Fragen sehen. Fragen. Ja, jetzt haben wir es. So, Fragen. Bisschen größer machen. Na. Ja, Fragen sehe ich jetzt auch. Alles gut. Super. Super. Alles gut, alles da. Dann danke auch für das Feedback, Thorsten, da einfach, wie gesagt, nochmal schlau machen. Das sollte im Kontoeröffnungsprozess zu sehen sein, aber dahingehend, denke ich mal, war das genau der Punkt deiner Frage, die ich jetzt dann doch aufklären konnte. Bernd, dir wünsche ich viel Spaß. Im Nachgang werden wir mal sehen, ob wir das Video auch oder die Aufzeichnung wieder verwenden, wenn es jetzt keine Probleme gab. Zuletzt beim Rainbow Trading gab es ja da einen Bug bei der Aufnahme, das will ich jetzt hier nicht hoffen. Am Ende des Tages schauen wir mal, ob es klappt, aber ansonsten wünsche ich euch allen erstmal viel Spaß. Bernd, viel Freude wieder beim Vorstellen des Tools und ich bin gespannt, wie viele Teilnehmer sich hier unserem Club der Forex Bull Anwender dann letztlich noch vertiefend anschließen. Alles klar. Dann viel Erfolg im Meeting, Chris. Dank dir. So, starten wir durch. So, wir kommen nochmal von meiner Seite in die Runde. Auf den Bildern habt ihr mich ja schon gesehen. Und ich möchte heute gar nicht zu sehr in die Live-Charts von heute Morgen, die ich im Morning Briefing veröffentlicht habe, ins Detail gehen. Wir wollen ja uns heute den EA anschauen in seinen Details und wie man die Einstellungen vornehmen kann. Und da hatte ich gestern Abend noch ein interessantes Gespräch mit einem Kunden, und der hatte auch Fragen, wie man die Einstellung vornehmen kann und so weiter. Und dann sind wir auf ein bestimmtes Währungspaar gestoßen. Und da habe ich gesagt, das ist super. Das nehme ich mal gleich als Screenshot mit. Und das werde ich dann nicht im Live-Chart zeigen, sondern als Screenshot, wie man bestimmte Einstellungen, weil die Konstellationen in dem Chart waren wirklich sehr gut. Ich schaue mal gerade in der Runde, ob derjenige auch anwesend ist. Jawohl, Grüße an dieser Stelle.
Und ja, dann schauen wir uns das gleich im Screenshot an. Was passiert? Also, wenn ihr den Expert Advisor angefordert habt, bekommt ihr eine E-Mail mit den entsprechenden Zugangsdaten und den Preset-Dateien und das Template. Und das ist das ganz Wichtige. Der Expert Advisor, der befindet sich ja dann in dem Ordner Experten. Wenn man ihn dann reinkopiert hat, steht auch alles in der E-Mail, wo man den abspeichern muss. Und wie geht man vor? Man bekommt morgens, ich hoffe, dass das jeder den Forex Bull, kann man den Forex Bull sehen an dieser Stelle? Mal Frage in die Runde. Letztens war ein schwarzes Bild nur zu sehen. Ich hoffe, dass man ihn sieht. Man bekommt halt morgens die ganzen Signale, grün long, rot short. Und dann schaut man sich halt diese Charts, dann sucht man sich die entsprechenden Währungspaare raus. Das sind die von heute, die ich mal alle aufgemacht habe. Und dann muss man natürlich, wie der Christian auch schon sagte, separieren. Welche Signale von welchen Währungspaaren will ich handeln und welche eher nicht. Und ich öffne dann jeden Morgen, öffne ich mir den Chart. Das ist das ganz normale, ja, voreingestellte Template, was vom MT4 oder MT5 geöffnet wird. Da hat man einen blanken Chart, weiß und so weiter. Und wir haben eine Vorlage entwickelt, ein Template, mit dem man sehr schön sehen kann, wie oder wo die entsprechenden Punkte des Tages liegen, um wirklich einen Trade daraus auch ableiten zu können oder halt nicht. Und dieses Template bekommt ihr natürlich auch kostenfrei dazu, wenn ihr den Expert Advisor testen möchtet. Und den speichert man sich auch dann in dem entsprechenden Ordner ab. Und dann braucht man nur noch mit der rechten Maustaste auf Vorlagen gehen, sagt Forex Bull. Und dann hat man dieses Template jetzt aktuell im Euro US-Dollar. Das ist jetzt der Live-Chart. Und das Wichtige oder das Schöne ist, man sieht auf einen Blick die Asia-Range. Die ist von unserer Zeit immer hier oben steht die Serverzeit, die ist immer natürlich eine Stunde zurück. Also unserer Zeit ist die Asia Range 23 Uhr bis 7 Uhr morgens. Das ist die Bewegung, die in der Nacht im asiatischen Handel stattfand. Und das hat man zumindest schon mal auf einen Blick. Denn die Voraussetzung bzw. die Vorgehensweise des Forex Bull ist so, wenn ein Long- oder Short-Signal vorliegt, dann muss sowohl die Asia Range als auch der Pivot Point, den man hier wunderschön in diesem Template sieht, in der blauen Linie, Pivot Level. Wenn jetzt ein Short Sat vorliegen würde, dann muss sowohl die Asia Range verlassen werden nach unten, als auch der Pivot Point nach unten verlassen werden. Und diese ganzen Punkte, die ihr jetzt hier im Chart seht, das ist dieses wunderschöne Template. Man hat wirklich alle wichtigen Marken auf einen Blick. Einmal die Asia Range, einmal das Pivot Level. Das Pivot Level ist nichts anderes als der Fingerabdruck vom Vortag, sprich High, Low, Close geteilt durch 3. Das ist dann praktisch diese blaue Linie vom Vortag. Und wenn die durchschritten wird, da achten auch sehr viele Intraday-Händler drauf, wenn die dann durchbrochen wird, dann wäre gemäß Regelwerk Forex Bull der Short Trade dann auch hier aktiviert. Und dann hat man noch wichtige andere Sachen in diesem Template. Vortagestief, immer eine wichtige Marke an den Märkten, wird gerne beobachtet, wie man hier auch immer schön sieht. Oder aber auch, klar, Vortageshoch liegt dann heute mitten in der Asia Range. Den Open Price in Gelb, das ist nichts anderes als der Kurs mitten in der Nacht um 12 Uhr unserer Zeit. Open Price, Vortagestief, Vortageshoch, Pivot Point. Und dann noch ganz wichtig auch das ADR High und das ADR Low. Das ADR Low High ist nichts anderes als die tägliche Schwankungsbreite dieses Währungspaares. Und das sieht man hier oben links auch in der Ecke. Der Euro-Dollar hat in den letzten 10, 14 Tagen im Durchschnitt 54 Pips am Tag gemacht. Das ist jetzt wirklich unterirdisch in Anführungsstrichen. Und am heutigen Tag, das sieht man hier oben dann rechts in der Ecke, hat er bereits 39 Pips gemacht. Das heißt, der Weg bis zur täglichen Schwankungsbreite, bis zum Tief, beträgt jetzt nur noch, das sieht man hier oben auch in dem Template, wie gesagt, das bekommt ihr dann alle kostenlos dazu, bis zum Tief beträgt nur noch, ein bisschen
beträgt jetzt nur noch 21 Pips, dann sind wir hier unten angelangt und dann ist auch die tägliche Schwankungsbreite ausgereizt. Also wie gesagt, das ist jetzt mal ein kleiner Überblick zu diesem Template, wo man wirklich sehr schön und sauber sehen kann, wo sind die wichtigen Punkte des Tages. Und jetzt möchte ich dazu dann gleich in einen Screenshot gehen von gestern. Sorry. Vom Euro-Neuseeland-Dollar. Also das jetzt im Live-Chart. Wenn man den Expert Advisor erhalten hat, den findet man hier unten unter Expert, zieht man diesen einfach in den Chart und dann öffnet sich folgendes Fenster, was deutlich größer sein sollte. So, machen wir das mal hier in die Ecke. Das sind die Einstellungsmöglichkeiten von dem Expert Advisor. Und da gehen wir gleich jetzt ins Detail drauf ein, wie man wo, wie was einstellen kann. Und jetzt ziehe ich, ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Screenshot. Kann man den sehen? Fragenbox, kurz mal schauen. Thorsten, ADR ist ADR tägliche Schwankungsbreite ist geklärt, oder? Frank schreibt, ja, kann man sehen. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier, einen Augenblick, schiebt den noch ein Stück rüber. Vom Live-Chat gehen wir nochmal in den Screenshot von gestern. Und zwar ist dies hier der Euro-Neuseeland-Dollar. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich sage, das ist ein wunderschöner Chart von gestern, wo man die entsprechenden Punkte, wie im Live-Chart dargestellt, sehen kann. Kommen wir jetzt nun, wenn man den Expert, also wenn ihr den Expert etwas reingezogen habt, seht ihr dann folgendes Bild. Und da kann man die ganzen Einstellungsmöglichkeiten vornehmen. Fangen wir ganz oben an mit der Magic Number. Die ist beliebig vergebbar. 10 Stellen, 12 Stellen, 20 Stellen ist keine Frage. Nur wichtig ist, dass für jeden einzelnes Währungspaar oder für jeden einzelnen Chart eine unterschiedliche Magic Number verwendet wird. Wenn man zum Beispiel Euro-Dollar und British Pfund US-Dollar die gleiche Magic Number verwendet, mit eventuell auch noch gleichen Einstellungen, kann es passieren, dass es da zu Problemen kommt, weil Problemen kommt, weil der MT4 das nicht dann verarbeiten kann. Muss nicht, kann aber sein. Sicher ist auf jeden Fall für jeden Chart und für jedes Währungspaar eine eigene Magic Number. Und dann sollte es keine Probleme geben. So, dann generell, wann will ich überhaupt handeln und wann soll die Zeit enden? Da haben wir bei Handelszeiten, also mit dem Doppelklick hier oben, kann man beliebig schnell die Magic Number ändern. So, Handelszeiten. Wir haben keinen Start der Handelszeit, weil der Tag beginnt um 0 Uhr und das ist der Start. Und dann hat man noch die Möglichkeit, ein Ende der Handelszeit festzulegen. Das ist in der Regel, ja, normal ist es 23.59 Uhr. Das sind jetzt alles Voreinstellungen, die ändere ich jetzt gleich auch noch. Kann man da eingeben. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier einen Timestop einzustellen. True oder False. An dieser Stelle ganz wichtig, wenn der Timestop eingeschaltet ist mit True und die Zeit, die da drunter steht, immer wie gesagt, das ist die Zeit vom Server hier oben. Also wenn hier 20 Uhr drin steht, ist das unserer Zeit 21 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werden alle offenen Positionen, die an dem Tag eröffnet wurden, automatisch geschlossen. Vollautomatisch 20 Uhr wird alles geschlossen. Wenn man möchte, dass die Trades, was nicht sinnvoll ist, dann sagt, ich habe heute ein gutes Signal und der Trade läuft gut an, vielleicht will ich den länger halten, kann man gerne machen. Dann stellt man den Timestop einfach auf False und dann laufen die Trades weiter. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil wenn am nächsten Tag für das Währungspaar das gleiche nochmal ein Setup vorliegt und man dieses wieder handelt, dann hat man, muss man wissen, hat man praktisch zwei Positionen im Depot. Also mit Timestop werden alle Positionen geschlossen. Wenn man es ausschaltet, laufen die Positionen weiter. Schau mal kurz in den Chat nochmal. Jürgen fragt, wie machst du das mit der Magic Number und deren Verwaltung? Ja, die Magic Number brauche ich nicht verwalten.
Ich habe morgens meinetwegen 10 Währungspaare und dann wähle ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, bis ich für die 10 Währungspaare unterschiedliche Magic Numbern habe. Und am Ende des Tages sind die Trades dann sowieso entweder geschlossen, das ist ja ein Intraday-Tool, sind die Trades dann geschlossen. Und am nächsten Tag mache ich neue Charts auf, die Signale liefern. Und dann kann ich auch am nächsten Tag eine unterschiedliche, also die gleiche, also fange ich wieder an mit 1, 2, 3, 4, 5. Und das macht dann keinen Unterschied. Also da muss man nichts verwalten, einfach jeden Tag einfach eine unterschiedliche Magic Number eingeben, dann passt das alles soweit. Ich hoffe, die Frage war beantwortet damit. So, kommen wir zu den Lotberechnungen. Ganz interessantes Thema, weil viele nutzen auch immer noch gerne Excel-Tools und suchen sich dann da die mit, da muss man die Kurse noch eingeben und dann wird berechnet, wie viel Lot oder wie viel kann ich von meinem Depot riskieren und wie viel Lot vor allen Dingen muss ich dafür einsetzen oder kann ich dafür einsetzen. Und das ist natürlich ein Aufwand, den der EA abnimmt. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, bei Lot Calculation einmal ein prozentuales Risiko vom Depot zu wählen oder eine fixe Lot Size. Das heißt, ich handle immer die gleiche Lot Size bei diesen Pairs oder bei verschiedenen Pairs. Und ja, wenn man sich damit auskennt, ich sage, ich will jetzt jeden Tag hier 0,5 Lot handeln beim GBP US-Dollar, kann man machen. Empfohlen oder ich würde empfehlen oder wir empfehlen hier ein prozentuales Risiko vom Depot zu wählen, weil damit kann man einfach ideal auch das Risiko in seinem Konto steuern. Denn sagen wir mal so, wenn ich 10 Signale vorliegen habe und ich arbeite mit einer fixen Lot Size von 1 oder 0,5 und diese 10 Signale, auf die ich den Handelsroboter dann auch ansetze, gehen rein, mal angenommen, die gehen alle in die Hose, auf Deutsch gesagt. Dann bin ich mit 10 Trades mit reichlich Prozent dann auf einen Schlag im Minus. Und wenn ich jetzt das prozentuale Risiko nutze, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, okay, ich habe heute 10 Signale, die möchte ich gerne alle handeln. Wenn ich alle nur mit 0,1, immer wichtig, den Punkt angebe, 0,1 von meinem Depot handeln, die 10 Trades gehen alle in die Hose, dann habe ich am Ende des Tages 1% verloren. Also mit dieser Lot Calculation, prozentuales Risiko vom Depot, kann man das sehr schön steuern. Und ich sage mal so, wenn ich nur ein einziges Signal habe und von dem bin ich überzeugt, dann kann ich natürlich auch individuell an dem Tag sagen, okay, dann handeln wir das Ganze mit 1% von meinem Depot. Und ja, dann, das tut sich dann nichts, ob 10 Trades mit 0,1 im Minus oder 10, ein Trade mit 1% im Minus oder ein eher im Minus, das passt dann zum Depot. Das heißt, diese Einstellung Lot Calculation optimal zum Steuern des Risikos vom Depot. Zur Orderstreichung komme ich gleich noch ein Stück später. Das müssen wir mal in der Gliederung ein Stück weiter runterpacken. So, und jetzt kommen die Einstiegsbedingungen. Was ich eben, haben wir jetzt nochmal den Live-Chart hier vom Euro-Dollar, was ich eben hier gesagt habe, das Regelwerk vom Forex-Pool ist halt so, dass der Pivot-Point nach unten durchschritten sein muss. Dann stelle ich hier auf True und die Asia-Range nach unten verlassen sein muss. Stelle ich hier auch auf True. Das heißt, wenn diese beiden Bedingungen, einmal Asia Range an dieser Stelle, wird nach unten verlassen, okay. Trade wird aber noch nicht ausgelöst, weil der Pivot Point erst hier unten liegt. Das heißt, mit diesen beiden Einstellungen würde der Trade erst hier unten am Pivot Point aktiviert. So. Und dann hat man noch die Möglichkeit, das nutzen wir aber nicht. Man hat die Möglichkeit, noch einen Exponential Moving Average, also einen gleitenden Durchschnitt einzuschalten. Wenn ihr sagt, okay, handelt das Signal auch nur, wenn der gleitende Durchschnitt, also der EMA, ist. Das heißt, erst wenn der EMA, und da kann man hier auch dann die Zeitperiode auswählen, wenn der EMA dann auch noch unterschritten wird beim Short Setup, erst dann würde der Trades
Trade-Order. Wenn die drei Bedingungen alle erfüllt wären, wenn der EMA jetzt hier unter dem Pivot-Point noch liegen würde, dann würde der Trade sogar erst hier unten ausgelöst. Aber wir nutzen den EMA nicht, weil jeder ist auch in verschiedenen Zeit-Timeframes und Zeiteinstellungen unterwegs. Deswegen sind das unsere Standardeinstellungen. Das habe ich gerade im Chat gelesen, auch nochmal von Jürgen. Generelle Empfehlung zum Timestop, anschalten, ausschalten. Generelle Empfehlung ist anschalten, weil es ist ein Intraday-Tool und am Ende des Tages werden ist das Setup dann ja hinfällig, sage ich mal. Und da kann man jetzt sagen, okay, den Timestop ist um 20 Uhr, 21 Uhr unserer Zeit, aber das ist natürlich schon relativ spät. Also wir haben festgestellt, also ich habe schon länger festgestellt, dass in der Regel, mit Ausnahme vielleicht meiner FED-Sitzung gestern Abend, in der Regel ab unserer Zeit 19, 20 Uhr nicht mehr viel los ist. Und somit sagen, okay, wir haben jetzt 20 Uhr drinstehen, unserer Zeit 21 Uhr, damit kann man leben. Aber Jürgen, die ganzen Einstellungen, die ich jetzt hier vornehme, die kann man alle laden, beziehungsweise sich abspeichern. Da komme ich gleich nochmal zu. Ihr bekommt dann von uns sogenannte Preset-Dateien. Wenn ich jetzt hier auf Laden klicke, dann sieht man jetzt hier zum Beispiel bestimmte Setups. Das ist das Standard-Setup. Und dann gibt es halt noch Besonderheiten wie Gold, Exoten und dann noch für Indizes, wo die Spreads, das zeige ich auch mal gleich nochmal. Aber diese Dateien bekommt ihr dann alle mit dazu. Dann müsst ihr nicht jeden Tag diese ganzen Sachen hier alle eingeben. Die kann man sich einfach laden und dann nur noch eine andere Magic Number eingeben und den Stop irgendwo setzen, da kommen wir gleich zu. Und dann hat sich das. Das ist dann relativ wenig Aufwand. So. Jürgen, du hast aber viele Fragen heute. Die PP-Linie dicker machen. Kleine Buchstaben größer. Ja, ich habe auch alte und schlechte Augen, deswegen habe ich eine Brille auf, Jürgen. Und die PP-Linie am Rand, das ist halt vom MetaTrader, die sieht man hier relativ klein. Das ist jetzt im Template so eingestellt, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Wenn du das Template hast, kannst du dann hier reingehen und dann mit der rechten Maustaste auf Indikatoren klicken. Und dann wirst du auch das Pivot-Level finden und dann kannst du selber nochmal die Linie dicker, größer machen. Die Zahl rechts an der Seite, die kannst du leider nicht verändern. Kannst du nirgendwo verändern im MetaTrader. Die sind so klein und auch meine schlechten alten Augen mussten sich dran gewöhnen. So, jetzt sind wir schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Ich gehe mal weiter. Also wie gesagt, die Einstiegsbedingungen sind, das sind unsere Standardeinstellungen. Pivot an, Range ist angeschaltet. Das heißt, erst dann wird der Trade aktiviert. Wer es nicht mag und sagt, okay, das reicht mir, wenn er die Asia Range verlässt, stellt den Pivot Point of False, dann würde der Trade direkt hier aktiviert. EMA Periode hatten wir und jetzt kommen wir zu der Asia Session, die man hier jetzt sieht. Und ja, da gehen die Geister und Geschmäcker auch gerne auseinander. Ich lade jetzt mal unser Standard Setup, damit ich das nicht immer alles eingeben muss. So, das sind unsere. So schnell geht das. Und nochmal kurz laden, wählt man das Standard-Setup, sagt öffnen, dann hat man alle Einstellungen für Standard, also für das Standard-Setup, was wir nutzen. Und da haben wir jetzt hier Magic Number, ich gehe mal ganz schnell durch. Magic Number dann dreimal die 1, da gebe ich immer nur morgens 1, 2, 3, 4 und so weiter ein. Dann Handelszeitende 22.59 Uhr, das ist 23.59 Uhr unserer Zeit. Timestop haben wir, wie gesagt, auf 20 Uhr stehen. Prozentuales Risiko 0,3% verwenden wir. Das macht Sinn, weil oft haben wir mal drei Signale, mal haben wir sechs Signale im Schnitt. Kommt man mit 0,3% vom pro Signal und Trade, fährt man nicht zu hohe Tagesverluste ein. Orderstreichung ist angestaltet, komme ich gleich noch zu. Einstieg Pivot, True, Asia Range, True, EMA aus. Und jetzt kommen wir zu den Asia-Zeiten. Und wir haben als Standardeinstellung 22 bis 6 Uhr drin stehen. Das ist diese Box hier. Das ist unsere Zeit 23 bis 7 Uhr. So, jetzt sagt der eine, aber die Asiaten handeln doch bis morgens um 9. Oder die fangen doch schon viel früher an. Oder die fangen später an. Muss man immer sehen. Neuseeland, Australien, Hongkong, Japan. Es ist Geschmackssache. Deswegen kann man ja die Zeit beliebig auswählen. Wir haben die Erfahrung gemacht, die beste Zeit ist einfach 23 Uhr bis 7 Uhr unserer Zeit.
Das heißt, man stellt dem Expert Advisor die 22 bis 6 Uhr ein. So, dann haben wir noch die Besonderheit der Asia Range am Montag. Und zwar haben wir die Besonderheit, dass die Devisenmärkte öffnen Sonntagabend um 23 Uhr unserer Zeit. Und das heißt, man hat praktisch am Sonntagabend eine Stunde für einen ganzen Tag, sagen wir es mal so. Und gerade am Wochenende kann natürlich viel passieren, muss nicht, kann passieren. Kann es dazu führen, dass es größere Gaps, größere Ausschläge in der ersten Handelsstunde gibt. Und da haben wir gesagt, die brauchen wir nicht wirklich, die lassen wir mal außen vor. Und deswegen haben wir gesagt, am Montag starten wir die Asia Range erst um 0:15 Uhr. Das wäre dann Serverzeit, das heißt unserer Zeit 1:15 Uhr. Das wäre dann ungefähr in diesem Bereich hier. Wir sagen, lassen wir die Märkte sich erstmal beruhigen am Sonntag späten Abend. Da fehlt dann natürlich auch noch die Liquidität, was dann noch dazu kommt. Da haben wir gesagt, okay, ich meine, auch das kann man beliebig einstellen, aber wir haben gesagt, okay, wenn wir um 1 Uhr, 1:15 Uhr die Asia Range starten, dann hat sich das Ganze vielleicht schon mal ein bisschen beruhigt. Es kommt natürlich nicht jedes Wochenende vor, dass da Riesenausschläge sind, aber zur Sicherheit haben wir gesagt, den Montag starten wir erst nicht um 22 Uhr, also 23 Uhr unserer Zeit, sondern erst um 0:15 Uhr. So, jetzt haben wir noch die Möglichkeiten beim Break-Even. Das heißt, wenn der Trade mal in die richtige Richtung gelaufen ist und ich sage, okay, Asia Range verlassen, Pivot Point verlassen, und das ist jetzt mein Risiko, sage ich mal, dass von hier bis hier ist ein R, oder das wäre ja praktisch von hier bis da ein R. Wenn der Trade ein R bereits im Plus ist, dann haben wir gesagt, okay, wir schalten einen Break-Even an, das kann man auch mit True und False auswählen. Und wenn der Trade ein R vorne ist, dann zieh den Stop direkt auf Einstand. Das heißt, wenn der Trade ein R vorne ist, kann nichts mehr anbrennen. Der Trade ist auf Einstand bzw. Break-Even abgesichert und man kann es beliebig laufen lassen. Jetzt hat man noch weiterhin die Möglichkeit, noch einen Trading-Stop einzustellen. Das heißt, der Stop würde dann mit True und False, der Stop würde ab einem bestimmten R immer nachgezogen. Also wenn er jetzt nach unten läuft, er ist ein R im Plus, dann kann ich jetzt sagen, wenn jetzt hier, oder er ist 1,5 R im Plus, dann sage ich, okay, zieh den Stop mit jedem Tick, der tiefer geht, mit diesem Abstand nach. Das heißt, der Stop-Loss würde sukzessive mit jedem weiteren tieferen Kurs nachgezogen. Wir oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ein Trading-Stop, wenn der einmal in die richtige Richtung läuft, mit schönem gleichmäßigen Momentum, dann macht das durchaus Sinn. Das Problem ist oft nur, und das ist in der Häufigkeit der Fälle, dass der einmal noch kurz dann doch wieder hochschießt, den Stop-Loss abholt und dann doch weiter in die gewünschte Richtung läuft. Von daher, und das kommt sehr häufig vor, man wird kurz abgeholt und dann geht es doch in die entscheidende Richtung. Deswegen haben wir den auf False stehen. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist, man muss es auch vielleicht mal ausprobieren, aber wir haben den standardmäßig auf False stehen. Kein Trading Stop wird verwendet. So, und jetzt entscheidender Punkt, Profitfaktor. Wenn der Trade 1,5 R, wenn der, ich schaue gerade in den Chat gerade mal rein. Ja, Günther, da hast du recht. Man kann auch die Farbe vom Pivot Point ändern, das stimmt. Wo waren wir? Beim Take Profit. Also wenn der Trade 1,5 R im Plus ist, das 1,5-fache praktisch vom Risiko im Plus ist, wird die Position automatisch geschlossen. Wir hatten anfangs den EA mit 2,5 R laufen. Da war die Volatilität aber noch deutlich größer an den Märkten, was dann häufig zum Take Profit führte. Die Volatilität nahm ab, dann haben wir es mit 2 R gemacht. Und die Volatilität in den letzten, jetzt wird sie wieder ein bisschen größer, aber in den letzten Wochen war dann so gering, da haben wir gesagt, okay, 1,5 R benötigen wir für den Gewinnfall. Das heißt, wenn wir das 1,5-fache vom Risiko verdient haben, dann wird der Trade automatisch geschlossen.
Gibt nicht der Günther nochmal, gibt nicht der Forex Bull den Take Profit vor? Ja, also was heißt ja? Ich ziehe den Forex Bull nochmal rein. Das orakelte hoch oder tief ist ja nur eine Prognose. Die muss ja nicht hundertprozentig eintreten. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Silber sieht, haben wir heute den Euro-Dollar nicht dabei, dann kann man es ja gleich machen. Euro-Dollar ist heute nicht dabei. Nee. Wo ist er denn? Bin ich blind? Doch, da ist er doch. Euro-Dollar. Schwaches Signal, nur 13 Erscheinungen. Das Tief beim Forex Bull wird heute bei 1,2063 gesehen. Das wäre sogar hier unter dem Tief der täglichen Schwankungsbreite. Das wäre jetzt kommt man in schlechten Augen, genau. Das wäre hier unten praktisch am Vortagestief. Ungefähr in diesem Bereich wäre das prognostizierte Ziel. Jetzt muss man natürlich bedenken, wenn man sagt, okay, der Forex Bull gibt den Take Profit vor. Wenn die tägliche Schwankungsbreite schon abgearbeitet ist, das passt jetzt für den Trade sowieso heute nicht, aber wenn die schon abgearbeitet ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er doch dieses Tief auch noch erreicht. Das kann passieren, muss aber nicht. Der Close wird dann ein Stück höher gesehen. Wir haben auch schon überlegt, und das ist die Weiterentwicklung, zu sagen, okay, als Take Profit nehme ich das Tief, in diesem Fall Short, das Tief vom Forex Bull. Kann man natürlich machen. Man kann auch den. Es ist alles weg hier. Ich hoffe nicht. So, da sind wir wieder. Ich hoffe nicht. Und jetzt, jetzt ist alles wieder da. Okay, passt. Man kann das Tief vom Forex Bull als Take Profit nehmen, aber man muss sich die Chart schon anschauen und schauen, ob es sinnvoll ist, da unten dann den Take Profit zu legen. So viel mal dazu. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Kommen wir jetzt noch zum Stop-Modus. Und deswegen habe ich den Screenshot gestern gemacht, weil, muss ich mal kurz den Ex, die Einstellung mal rüberziehen hier. So, das kommt jetzt mal hier hin. Und jetzt kommen wir zu den Einstellungen beim Stop-Loss. Und das ist ganz wichtig. Das ist der Screenshot von gestern, und zwar vom Euro-Neuseeland-Dollar. Es lag ein Short-Setup auch vor. Und da haben wir die Asia-Range. Die beträgt 54 Pips. Und wenn ich mir jetzt ich mache das immer morgens so. Ich schaue mir erstmal die Asia-Range an. 54 Pips ist schon mal eine Menge. Hier oben links sieht man die tägliche Schwankungsbreite. Sind knapp 100 Pips, 97 Pips. Das ist so gerade grenzwertig. Ich würde sagen, wenn die Asia-Range schon über die Hälfte der täglichen Schwankungsbreite gemacht hat, ja, dann muss man sich das mal im Detail anschauen. So, dann gehen wir in den Chart, schauen uns an und sagen, okay. Hier sieht man das ADR-Low, wenn er den Touch gemacht hat hier im ADR-Low, dann wird die Linie rot. Normal ist sie ja orange, wie ihr eben gesehen habt. Und wenn er den, das ist das Tief der täglichen Schwankungsbreite von 97 Pips gewesen. Jetzt habe ich schon 54 Pips Asia Range. Okay, Pivot Point liegt innerhalb der Asia Range. Das heißt, die beiden Bedingungen wurden dann an dieser Stelle hier schon morgens um 7, kurz nach 7 schon erfüllt. Dann läuft er nochmal zurück in die Asia Range und fällt dann nach unten durch. So, an dieser Stelle muss ich natürlich die Entscheidung treffen, wo setze ich meinen Stop-Loss? Wenn ich den standardmäßig im Template eingestellt auf hier Stop-Modus, ist das Hoch und Tief der Asia Range. Das heißt, wenn er hier reingeht, dann liegt der Stop hier oben. Das sind 54 Pips. So, das schöne, habe ich eben reingemalt, schon mal das schöne gelbe Dreieck rüber. Das wäre praktisch jetzt hier mein Risiko. 54 Pips. So, wenn ich 54 Pips verdienen möchte, dann muss der schon bis hier unten laufen. Das wäre dann praktisch genau das Risiko, was ich habe ich praktisch dann an dieser Stelle verdient. Hätte er gestern geschafft. Das macht natürlich auf Dauer keinen Sinn, weil immer mit 1 zu 1 arbeiten, ist auf Dauer nicht sinnvoll. Das heißt, entweder lasse ich den Trade komplett aus, aber ich wähle einen anderen Stop Loss. Und das kann man dann im Expert Advisor, und das finde ich die beste Funktion überhaupt, weil damit
ist alles das Wichtigste gemacht, weil wenn man den Stop-Loss gesetzt hat und sagt, okay, da wird der ausgestoppt, Punkt aus Ende. Und das kann man wunderbar steuern über diese Funktion hier. Ich klicke mal drauf, hat man verschiedenste Möglichkeiten. Neues Tageshochtief, Vortageshochtief, Stop am Open Pivot Point oder aber Stop am Open Price. Und wenn ich jetzt den PowerPoint, also den Screenshot nochmal reinziehe, dann habe ich jetzt, und deswegen habe ich den Screenshot gemacht, weil die Punkte, die ich da die auswählbar sind, genau da in der Mitte liegen. Und jetzt, wenn ich sage, okay, der geht durch die Asia Range durch, das ist mein ANR hier. Das lege ich mal jetzt mal hier hin. Und wenn ich aber, na, hat das jetzt hat das gemacht. Wenn ich aber, und das kann ich hier auswählen, den Stop nicht hier oben lege, sondern ein Stück tiefer, dann wäre bei Einstieg das Risiko nur noch so groß. Das heißt, ich müsste, wenn er jetzt hier runterläuft, hätte ich an dieser Stelle schon ein R verdient und dann wäre es nicht mehr weit bis hier unten, um die 1,5 R mitzunehmen. Ich kann natürlich auch noch aggressiver vorgehen und wähle den Stop noch enger am Open Price. Das hätte gestern wunderbar funktioniert, weil der ist zurück in die Asia Range gelaufen, aber nicht mehr an den Open Price. Wird auch viel beachtet an den Märkten. Open Price, Pivot Point. So, das wäre dann mein Risiko gewesen. Stück tiefer hier bis zur Asia Range, genau. Und dann bin ich natürlich relativ schnell sogar mit 2R im Plus. Das heißt, die 1,5 hätte er sogar abgeholt und die 2R hätte er auch noch gemacht mit dem Tief hier unten. Oder aber man macht es ganz aggressiv und das wäre gestern in die Hose gegangen, weil das ist dann so eng gewählt, dieses Risiko, dass man nur noch so ein Risiko hat von am Pivot Point kann man hier auswählen. Es gibt auch die Konstellation, dass der Pivot Point dann hier ein Stück höher liegt oder wie auch immer. Wollte euch nur mal zeigen, wie schön steuerbar der Stop-Loss ist. Und mit dem Stop-Loss wird dann natürlich automatisch auch die Positionsgröße berechnet und die Lotzahl. Ich hoffe, das war jetzt mal anschaulich. Ich schaue mal kurz in den Chat. Günther, was meinst du mit der ER? Macht das nicht automatisch? Ja, wie gesagt, Stop-Modus finde ich unglaublich schön, weil man gerade bei solchen Sachen wunderschön das Risiko steuern kann. Die Lotzahl wird automatisch berechnet. Ich habe es nicht getradet oder wir haben es nicht getradet gestern, weil die Range zu groß war und wir schon zu viele andere Währungspaare auch hatten, die eine bessere Konstellation hatten. Aber wenn ich es gehandelt hätte, hätte ich den Stop-Loss sicherlich am Vortageshoch gelegt. Open Price ist oftmal nochmal ein Abpraller. Also ich hätte den Stop wahrscheinlich hier gelegt, wenn man es handeln wollte. Und das hätte dann durchaus gereicht für 1,5 R. Ah, Günther, alles klar. Ja, vielen Dank. Gut, jetzt nochmal den Punkt hier oben, Orderstreichung. Und zwar kann man da auch auswählen, ab wann die Order gestrichen werden soll. Ähnlich wie beim Stop-Loss. Gehen wir nochmal in den Screenshot. Ähnlich wie beim Stop-Loss. Wenn die Order hier, also der Kurs befindet sich innerhalb der Asia Range, es liegt ein Short, es liegt ein, in diesem Fall jetzt Beispiel, es liegt ein Long Setup vor und der Kurs geht unter die Asia Range, dann wird die Order automatisch gestrichen. Das kann man dann ja auch auswählen. Dann springt auch, und jetzt muss ich nochmal in den Live-Chart gehen, vom Euro-US-Dollar. Da machen wir jetzt mal abbrechen. Ah, ich wollte nicht abbrechen. Ich ziehe den nochmal rein. Jetzt sind wahrscheinlich genau die Voreinstellungen, die man hier vorhin schon gesehen hat, wieder alle drin. Ich lade unsere Standarddatei. Das ist hier das Standard-Setup. So, jetzt habe ich alle meine Einstellungen. Wenn ich jetzt auf OK klicke, oder links müsste ich noch ändern, jetzt passiert Folgendes. Da erscheint hier unten links dieses Panel. Und jetzt brauche ich nur noch, ich weiß, es liegt ein Short Setup vor. Ich klicke jetzt nicht auf Sell, weil dann würde, er würde nicht den Dings aktivieren, weil der noch nicht unterm Pivot Point ist. Also man ist dann eingeloggt, falls man mal nicht, weil es ja rot ist, einfach auf Check klicken.
Oder wenn man noch nachträgliche Einstellungen vornimmt, nochmal auf Check klicken. Das heißt, eingeloggt muss man sein. So, in diesem Fall würde ich jetzt sagen, okay, es liegt ein Short Setup vor, der Pivot Point. Also ich würde es nicht handeln, weil das ADR Low schon hier ist. Aber wenn ich jetzt dann auf Allow Sell klicke, mit der Button auf grün, mit dem nächsten Tick in der Liste, was haben wir hier, Euro-Dollar müsste aber eigentlich schneller gehen. Habe ich jetzt hier... Da, jetzt haben wir es, habe nicht richtig geklickt. So, das heißt, jetzt wären diese Einstellungen, so wie sie hier sind, würde der Trade ablaufen. Wie gesagt, die ganzen Einstellungen als Standard-Setup überladen, die Preset-Dateien, die ihr seht, die kriegt ihr alle per E-Mail mit dazu, das Template mit dazu, diese schwarze mit den ganzen wichtigen Punkten. Und dann so zieht man sich Chart für Chart morgens raus und in Anführungsstrichen rein. Und dann sagt man nur noch, okay, Short Setup, Laser Range passt, Pivot Point passt, Risiko passt, Stop Loss passt. Dann wollen wir nur noch auf Sell klicken und dann war es das für den Tag. Und dann macht der Handelsroboter alles vollautomatisch. So, jetzt habe ich ja auch hoffentlich nichts vergessen in den Einstellungen. Na, alles erklärt. Jo. So, jetzt schaue ich nochmal kurz in den Fragen-Chat. Keine weiteren Fragen. Jürgen, ja, alles klar. Super. Ja, Aufzeichnung. Aufzeichnung wird es hoffentlich, hat hoffentlich funktioniert. Der Chris hat das gemacht. Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, auf der Forex-Bull-Seite einfach kostenfrei den EA anfordern. Dann gibt es eine E-Mail. Da müsst ihr nur noch eine Kontonummer kurz mitteilen. Ob live oder Demo, ist völlig egal, damit wir den EA dann für dieses Konto auch freischalten können. In dem Zusammenhang gibt es dann, wie gesagt, das Handbuch zum EA, da steht auch nochmal alles ausführlich beschrieben und die Templates und die Preset-Dateien. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und an dieser Stelle würde ich mich dann jetzt verabschieden, kurz nach 12. Allen einen guten Mittag und weiterhin einen sonnigen Tag dort, wo die Sonne scheint. Vielen Dank, ciao.